Moinsen Leute, jetzt kommt zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Majora's Mask. Es geht in den Brunnen. Ich habe die falsche Maske ausgewählt, also eigentlich ist es eine gute Maske, aber die Viecher müssen mich ja als einer ihrer erkennen. Ich hätte es fancy gefunden und eklig zugleich, wenn man sich mit dieser Maske hätte verwandeln in so ein Gipto. Das wäre echt ultra eklig, aber für Spielgefüge glaube ich richtig cool. Aber dennoch eklig. Stell dir mal vor, du könntest deinen Gegner eingiptonisieren. Oh, ich hasse das hier. Ja, ja, ja. So, das ist ein fucking Labyrinth. Was willst du haben? Aufs Maul. Verschwinde, verschwinde. Oh, er will Bohnen haben. Ich habe keine scheiß Bohnen. Was willst du? Ja, das habe ich tatsächlich. Da kannst du dich glücklich schätzen. Warum auch immer du das haben willst. So, dann muss ich gleich nochmal zurück. Ich brauche Bohnen. Fisch sollte ich auf jeden Fall mitnehmen. Fisch will auch einer haben, das weiß ich. Käfer meine ich möchte einen haben. Jetzt müssen wir gerade gucken. Ich würde einfach mal out of curiosity gerade hier einmal anschmeißen wollen. Ist aber noch nicht zu machen. Wow. Fancy shit, ich kann hier durchfliegen. Ich musste sogar durchfliegen. Oh shit, Sherlock. Dann gibt es wieder zwei Wege und dann darf ich nämlich mal gucken. Ups. Ja, 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 ja. So greifen die mich ja nicht an. Trotzdem sind sie eklig. Ja. Ich habe kein H2O, ich habe nur ein bisschen was mit Fies. Was willst du? Ja, das habe ich. Bitteschön. Danke. Ja, da gibt es gleich H2O. Ja, Fies brauche ich jetzt nicht mehr. Ich brauche Käfer. Oh, die Augen gehen 100 Pro an. Mist. Ups, ich sehe mich gerade gar nicht. Alter, ich bin Gipto, was soll der Scheiß? Ich will den... Dann machen wir es anders. Dein Ernst, dann brenn doch einfach. Was, Mann? Lecco, Mio, Arscho, Blanco. Also irgendwann habe ich auch keinen Bock mehr, mein Freund. Dann gibt es halt eben Zora Power. Kann ich auch nicht ändern. Und ich brauche natürlich für das H2O-Männchen. Was ich auf jeden Fall noch brauche, sind Bohnen, Käfer. H2O wohne ich jetzt. Yay, Quellwasser. Das muss ich ja eigentlich abkühlen lassen. Oder nimmt er das auch so? Nimmst du auch heißes H2O? Okay, na, dann muss ich warten. Weil aus dem H2O, also aus dem Quellwasser wird normales Wasser. Das abgekühlt ist. Ich würde ein bisschen einfach alle töten. Ja, guck mal, wie agil und lebendig ich bin. Fuck my life. Dann warten wir jetzt erstmal, bis es abgekühlt ist. Also, er ist ja selber
Arbeit oder Schichtarbeit. Und von daher sollte das so eine Kontrolle sein. Und er braucht ein Schweißgerät ja, damit ein Kumpel von ihm oder Freunde von ihm, die das den Zaun zusammenschweißen können. Okay, so jetzt müsste das gehen. Ja, hier, kriegst du halt 2 Uhr aufs Maul. Und wie einer will, heißt es Dings da. Ich muss jetzt zurückmitteln und dann die Scheiße mal holen. Und hoffen, dass es das timing-technisch passt. Ich höre Käfer. Das ist gut. Ey, ich sag's dir, 3 Kreuze, wenn ich durchschwimme. Hoppla. Brauche ich noch Bomben. Pfeile sollte ich auch nicht verschießen. Bomben nämlich auch. Da sind die Käfer. Da sind die Kika-Käfer. Kleine Kackdinger. Komm her! Yay, die sind super knusprig. Kleine knusprige Käfer. Crunch, crunch, crunch. Ups, hier sind Spookies. Bomben, die brauche ich auch. Etwas, das explodiert. Das will der eine haben. Ah, fuck off, Schattengrabscher. Bums. Ich mit dir. Den Bienchen nehme ich auch ganz gerne. Was willst du? Warte, something small? Ich habe das gerade nicht richtig gelesen. Genau. Oh, kriege ich jetzt mal ein Spiegelschild? Spoiler, es gibt ein Spiegelschild. Oh, fuck it, es ist nur eine Feenquelle. Aber wer weiß, vielleicht brauche ich auch eine Fee, ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, aber wir nehmen eine mit. Danke. Hier, heim mich mal, danke. Scheiße, Alter. So, mal gucken, was der nächste will, ob ich das habe und ob es dann endlich mal das gibt, was ich möchte oder ob ich komplett an den Anfang muss. Da brauche ich noch einen Käfer. Ich habe gerade allen Ernstes 100 scheiß Rubine für diese Kack-Knack-Erbse da bezahlt. Ich war jetzt immer noch zuvor, mir noch ein zweites Sprengfass zu holen, um eine Kuh freizuschalten, um mir Milch zu besorgen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass man hier auch nochmal eine Kuh zum Melken bekommt, weil irgendjemand Kalzium möchte, aka Milch. Warum sind hier so viele Scheißviecher? Ach ja, will jemand auch noch Dekonisse haben? Ja. Boah, wehe, es will jemand Quellwasser haben und ich darf komplett durch den Dungeon nochmal laufen. Ey, raste aus. Und hier ist ein Schattengrabscher. Grabst deine eigenen Schatten. Verpiss dich doch einfach, Boy. Ja, die darfst du da lassen. Du brauchst einen Fisch. Was willst du? Ja. Hab ich auch gerade nicht. Dekonüsse und Fisch brauchen die. Ich hasse mein Leben. Ich hasse es gerade so sehr. Ich hasse es einfach nur. Ja, den Fisch, den kann ich dir besorgen, blöde... Ey, das ist wieder einfach... Ich wusste es vor, dass ich ein ganzes Kack-Inventar voller Scheiße brauche. Hier ist eine scheiß Drecksfische, ne? Dekonüsse werde ich hoffentlich so nochmal bekommen. Bei der Milch weiß ich es noch, bei den Bomben bin ich mir auch ziemlich sicher. Pfeile weiß ich nicht, ob die haben wollen, aber Kack-Dekonüsse. Kann ich eigentlich hier von dieser... Naja, die geben mir nur Stäbe, wenn sie so steif sind. Hier. Hier. Fies. Naja, ja. Du bereust es nicht, mein Freund. Ja, hier kriege ich dann meine scheiß Deko-Kacknüsse. Das haben die mit Absicht gemacht, die Schweinehunde. Ja. Na, so. Wer braucht eine Calcium-Kuh? Ich bräuchte eine. Was willst du haben? Milch? Du willst einen Käfer haben, okay.
Alles möchte ich töten, Junge. Käfer brauchst du und du? Oh, fuck. Das muss ich auch noch in ihr Licht. Oh, Mann, ey. Ich habe hier Spuks. Will keiner von euch einen Spuki-Spuk? Das ist auch klein und creepy. Nein? Oh, ich würde die müssen alle kaputt schlagen. Töten, ne? Ne, wie viele habe ich denn jetzt von diesen hässlichen... Ah, ich glaube, ich brauche noch mehr, ne? Gib mir mehr Nüsse. Kann ich wieder scheiß Käfer holen? Ugh. Ich hoffe, das reicht. Sehr gut. Okay, wir müssen dran denken. Käfer brauchen wir noch wahrscheinlich. Das heißt, ich komme jetzt hier so durch. Aber so viel das Spiel kenne nicht. Guck mal, deswegen sind hier auch Käfer. Jetzt nimm doch mal einen scheiß Käfer. Yeah. Großen Geist brauchen wir wahrscheinlich auch noch. Ich würde behaupten, wahrscheinlich da, wo ich die Käfer abgebe, gibt es den großen Geist, den Irrlicht, den Irrlicht. Oh, ich brauche hier H2O und zwar das Quellwasser. Nee, deine Mutter, ey, ich möchte einfach nicht mehr. Meine Feuerpfeile wird er nicht haben wollen. Boom kann ich, mein Freund. Boom, 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 boom. I want you in my room. Da krieg ich diese große Irrlicht. Ich glaube, ja. Ja, ich krieg hier das Irrlicht. Ah, wie schön. Nein! Das wollte ich nicht. Ich habe die falsche Taste gedrückt. Schnell, kann ich den Käfer wieder einsammeln? Schnell! Link! Gott sei Dank. Sollte vielleicht... Oh, verdammt, ey. Ich komme auf die falschen Knöpfe die ganze Zeit. Items. Also erstmal möchte ich gerne die normalen Pfeile haben und sicherheitshalber das hier. Boah, ey. Das dauert hier wieder ewig, ne? Ewig und 3 Tage. So, jetzt muss ich unbedingt das Irrlicht fangen, sonst habe ich ein Problem. Hier! Großer Geist, der meine Flasche scheißt. Ach, mit Big Poe. Ups. Dann kommen wir jetzt hier raus. Ich habe die Käfer und ich habe den großen Geist. Ich kriege die Krise. Ich glaube, ich... Es sei denn, da ist die scheiß Kuh drin. Das weiß ich natürlich vorher nicht. Weil wir den Geist beliebt und so, das ist halt einfach fucking Quellwasser. Ja, 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 du mich auch. Ich muss mal gerade gucken, wo es lang geht hier. Das ist ein scheiß Labyrinth, ist das. Und du wolltest den Krabbler, ne? Ich hätte eine ganze Ameisenfarm mitbringen sollen. Ja, ja, ja. Schön. Erscheint. Ja, machen wir es einfach doch mal so. Oh, schade, die Pfeile. Ja, das muss ich wahrscheinlich hier alles wieder mit voll machen. Für irgendwelche Drecksrubine. Nein, Timer. Weißt du was? Einfach mal nein. Wir werden gleich noch die nächste Tür aufmachen. Ich hasse diesen scheiß Dungeon. Ich hasse dieses Kacklabyrinth. Ich hasse es. Ich hasse diese scheiß Geptos. Ich möchte sie einfach nur alle abschlachten und dann durch.
Warum besteht diese Option nicht? Land der Toten. 50 Drecksrubine. Oh, wunderschön, das haben wir aber Licht gemacht, damit ich auch gut sehe. Dekorative Kackfackeln. Lelelelele. Einen großen kriegst du. Wenn da irgendeiner ist von wegen, ich will eine scheiß Milch und ich muss dafür das scheiß Quellwasser vor abliefern. Also wenn jetzt da um die Ecke Quellwasser ist, dann lasse ich mich da wohl noch drauf ein, aber sonst könnt ihr mich mal am Arsch lecken. Jetzt sind da wieder Käfer. Renn doch einfach kaputt. Ach, schon wieder ein Schattengrabscher. Der will 100 pro fucking Centig jetzt gleich eine scheiß Milch. Wetten, wetten. Ich hasse dich jetzt schon mal. Ja. Hab ich nicht. Oh, und dafür brauche ich das Quellwasser, um in den einen Raum zu kommen, damit da eine scheiß Kuh steht. Damit ich da fucking nochmal mir Milch hole. Wir machen das anders. Ich besorge jetzt Milch und sehen wir uns gleich wieder. Oh, bin ja eine Frau mit Prinzipien und ich habe überhaupt keinen Bock auf die ganze Scheiße gehabt. Deswegen bin ich jetzt einfach mal zu der Romani-Chateau-Milchbar gemeddelt und habe mir für 20 Rubine Milch gekauft, anstatt diese Scheiße. Ich hasse es einfach. Ich werde das nicht mit dem heißen Wasser machen. Kannst du machen, wenn du schlau bist, machst du am ersten Tag den Felsen weg und holst dir einfach eine Gratismilch. Jetzt sei es drum, wie es ist. Ich brauchte Feuerpfeile und dann geht's weiter. Dafür habe ich echt viel Zeit verschwendet im Sinne von Ingame. Weil ich halt erst ganz schlau bin, da bei der Milchstraße den Felsen freigemacht habe und vergessen habe, zweiter Tag, die Milchkühe sind ja nicht mehr da. Ja, scheiße gelaufen, ne? Und dann blieb mir nur noch die Bar übrig. Dann musste ich bis 10 Uhr abends warten. Scheiße. So, ja, dafür kriegen wir jetzt den geilen Spiegelschild. Tschüss, Hylia-Schild und dann geht es eigentlich auch los. Deswegen habe ich mir ein neues Pulverfass gekauft. Ey, es ist eine Rotze, sag ich dir, aber egal. Wenn du es verkackst, dann halt richtig, ne? Dann ist es, ist mal so tutorial-mäßig, geht bitte kleiner. Spiegelsensitivität hier. Oh boy, das wird noch ein Problem. Mom. So, nur ganz vorsichtig halten. Oh, geht das hier? Oh, leck mich am Mocker. Ja, damit habe ich jetzt Probleme. Das ist nicht gut. Da muss ich gleich in den Einstellungen. Oh, Alter. Kann doch nicht so schwer sein. Nee. Ah! Ich glaube, da muss ich das jetzt hier einstellen. Ich will dazwischen. Oh, ich könnte gerade im Strahl kotzen. Es ist immer irgendetwas, das nicht funktioniert, ne? Ganz ehrlich, wir machen das beim nächsten Mal. Ich wünsche euch Spaß im Way.